Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröders Nebenwerte-Watchlist. Und dazu begrüße ich natürlich Michael Schröder. Hallo Michael. Grüß dich. Wir wollen anfangen mit Deutz. Da hast du ein gutes Timing bewiesen. Deutz hat gestern die Prognosen angehoben und du hattest vorher drauf spekuliert. Und wir sehen hier die Aktie ausgebrochen. Ja, wir haben es in der letzten Sendung schon mal angesprochen. Das muss dazu sagen, dass wir hier oder ich persönlich eher Richtung November, also im Schlussquartal mit einer zweiten Anhebung der Prognosen gerechnet habe. Aber wie du schon sagst, Deutz erwartet jetzt doch noch mal ein paar mehr Motoren im laufenden Jahr ausliefern zu können und hat deswegen die Prognosen umsatzseitig und auch bei der EBIT-Marge leicht erhöht. Und die Kursreaktion sieht man hier. Ist positiv ausgefallen, sind jetzt über die 8-Euro-Marke und ja, der Aufwärtstrend hat sich bestätigt. Wenn wir auf das Jahr, auf den Jahreschart direkt mal weiterklicken, sieht man es noch ein bisschen besser. Blitzsauberer Aufwärtstrend, gibt es nichts dran zu rütteln. Kursziele liegen weiterhin 8, 9 bis 12 Euro. Der Kepler Chevreux hat beispielsweise jetzt auch mal 1 Euro draufgesattelt. Also im Moment spricht eigentlich vieles dafür, oder auch nicht nur eigentlich, spricht vieles dafür, dass die Aktie ihren Trend fortsetzt und dann in das nächste Frühjahr hinein auch nachhaltig in zweistellige Kursregionen vorstoßen sollte. Dann unser nächstes Thema ist Ernst Russ. Hapag-Lloyd hat in der Woche auf sich aufmerksam gemacht, beziehungsweise Analystenstudie von der Deutschen Bank. Die Aktie von Hapag-Lloyd daraufhin kräftig gestiegen. Wir wollen aber über Ernst Russ sprechen. Ja. Ist das die bessere Alternative im Bereich Schifffahrt? Die bessere Alternative, ich habe auch überlegt, ob man dieses Wording tatsächlich nehmen kann, aber ich würde nicht sagen, es ist die bessere, aber es ist eine interessante, spannende Alternative, weil deutlich kleiner mit 140 Millionen Marktkapitalisierung, aber du hast gesagt, die Deutsche Bank hat Hapag-Lloyd und Möller-Maersk und die ganze Branche, also die Großen der Branche in einer Studie zum Kauf empfohlen, die Kursziele deutlich, zum Teil deutlich hochgesetzt und spricht eben von einem Superzyklus in der Logistikbranche und dass die Entwicklung im Rahmen dieses Zyklus dass die Ergebnisentwicklung noch lange nicht oder noch nicht den Zenit erreicht hat, dass wir hier 2022, 2023 noch weiter positive Überraschungen sehen sollten. Wir haben das Ganze hier auch schon mal in der letzten Woche und davor thematisiert. Die Frachtraten steigen, die Charterraten steigen. Ernst Russ konnte hier auch einige Schiffe neu verchartern mit deutlich höheren Raten. Also ähnlich wie bei Hapag-Lloyd oder Möller-Maersk, das Umfeld spielt den Unternehmen in die Karten und die Aktie sollte aus meiner Sicht in den kommenden Wochen mehr und mehr von Spezialwerte-Investoren entdeckt werden und diese Aufwärtsbewegung sich hier verfestigen, also nicht inklusive möglicher Peaks nach oben, aber insgesamt gehe ich davon aus, dass wir jetzt hier auch einen sauberen langfristigen oder mittelfristigen Aufwärtstrend Richtung 6 Euro und mehr sehen in den nächsten Monaten. Dann schauen wir mal auf die Vorzugsaktien von Sto. Da hat sich die Aktie ja auch über längere Zeit sehr gut entwickelt. Dann gab es einen gewissen Rücksetzer. Wir sehen schon, dass die Aktie wieder ein bisschen anzieht. Ist das jetzt eine Chance für Anleger einzusteigen? Aus meiner Sicht ja. Das ist, ich nenne es immer, einer der Fondslieblinge im deutschen Midcap-Bereich. Ist Sto in vielen oder fast allen Fonds mit dabei. Das Unternehmen hat in den letzten Quartalen nach immer wieder geliefert. Jetzt oder hat hier, ich glaube, das war hier in diesem Bereich auch mit einer Mittelfristprognose nochmal ordentlich einen draufgesetzt und überzeugt jetzt hier mit den Halbjahreszahlen ein bisschen Ernüchterung. Die Umsatzprognose fürs Gesamtjahr wurde nach einem starken ersten Halbjahr auch hochgesetzt, von 4,5% auf 10% Wachstum. Aber, jetzt kommt das große Aber beim EBT und auch beim EBIT, wurde die Prognosespanne nur bestätigt hier das Thema Lieferproblematik, Beschaffungsproblematik für die Materialien. Daher hier nur eine Bestätigung, die Ernüchterung, sagen wir mal hier, der kurze Rücksetzer unter die 200-Euro-Marke nach dem sauberen Aufwärtstrend. Jetzt kommt aber wieder nochmal das große Aber. Es gibt einige Stimmen von Analystenseite und eben auch von Investorenseite, die sagen, dass diese Planung jetzt extrem konservativ ist, übertroffen werden sollte, also dass die Marge nicht zurückfallen sollte im laufenden Jahr und an den mittelfristigen Aussichten hat sich eh nichts geändert. Da, um jetzt dann auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, eine durchaus interessante Chance, um hier nochmal einen Fuß in die Tür zu ziehen. Aktionärkursziel liegt also auch weiterhin bei 270 Euro. Genau, den längerfristigen Chart kann man sich auch nochmal anschauen, beziehungsweise den Einjahreschart. Ja, hier sieht man, das war die Mittelfristprognose, jetzt die Ernüchterung, aber man sieht, wenn man das Ganze mal ein bisschen glättet, haben wir hier auch einen blitzsauberen Aufwärtstrend, der aus operativer Sicht die nächsten Quartale anhalten dürfte. Aufwärtstrend haben wir bei Delticom jetzt leider nicht. Da ging es in den letzten Wochen eher seitwärts. Ja, gehen wir direkt mal auf den Jahreschart. Genau, schauen wir uns mal den Jahreschart an. Eigentlich hatte ja Delticom gepunktet mit der Neuausrichtung. Zuletzt dann
wie gesagt, wenig, ein bisschen die Luft raus gewesen. Ja, die Luft ist raus gewesen und auch der Informationsfluss ist raus gewesen. Mhm. Die Zahlen waren in line, die Spekulation auf den Turnaround, das ist das, was im ersten Teil des Charts hier die Aktie getrieben hat. Aber jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber nichtsdestotrotz, das Unternehmen mit der Fokussierung auf Reifen und Kompletträder, ist die Restrukturierung gelungen. Man hat den Turnaround geschafft, man schreibt wieder schwarze Zahlen. Jetzt geht es kurzfristig, kurz-mittelfristig noch um Refinanzierungsgespräche mit Banken, könnten sich auch nochmal richtig positiv auswirken. Ansonsten hat man das Geschäft, sieht man noch einige Wachstumspotenziale, sage ich mal so, im Bereich Reifen für E-Autos, hat da eine eigene Online-Plattform aufgebracht, weil hier Experten sagen, dass der Verschleiß höher ist durch die Fahreigenschaften bei der Elektromobile. Dann gibt es das B2B-Geschäft, also nicht das klassische Firmen-Kundengeschäft, sondern das B2B-Geschäft unter Unternehmen, was boomt, wo es auch eine eigene Plattform gibt und noch verschiedene andere kleine Bereiche im E-Commerce, wo sich das Unternehmen noch ein bisschen Wachstumspotenzial erarbeitet. Analysten sind weiter extrem bullisch und ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier mit dem Aufsetzen auf die 200-Tage-Linie ungefähr wie da Ende letzten Jahres jetzt wieder so einen kleinen Impuls kriegen und die Aktie jetzt operativ und fundamental newstechnisch ein bisschen neues Leben eingehaucht wird in den kommenden Wochen, sodass wir dann hier wieder die 10 Euro ins Visier nehmen sollten und dann auch nachhaltig überwinden sollten. Dann gucken wir mal auf ein Unternehmen, das du eigentlich schätzt, bei dem es allerdings, zumindest was den Aktienkurs angeht, zuletzt nicht so lief, nämlich auf LPKF Laser. Was drückt da momentan auf den Kurs? Ja, das, was wir auch schon im Sommer thematisiert haben, hat sich jetzt bewahrheitet. Dadurch, dass einmal die Aufträge aus dem LIDE-Bereich, die letztes Jahr noch als der absolute Wachstumstreiber auch von mir immer in den Raum gestellt wurden, hat sich jetzt alles nach hinten verschoben. Man rechnet jetzt dann erst mit weiteren größeren Deals in Anfang 2022. Und ja, das Vertrauen ist ein bisschen weg. Einige Investoren sind ausgestiegen. Man sieht die Aktie, vielleicht gehen wir hier auch mal auf den Jahreschart. Wir waren schon deutlich, deutlich höher. Über 30 Euro. Und ja, jetzt dieses, ich will nicht sagen, dahin siechen. Also die Aktie dümpelt, fällt, ist jetzt hier zwischenzeitlich mal auch und im Moment noch unter die wichtige, charttechnisch wichtige 20-Euro-Marke gefallen. Aber man sieht auch hier jetzt kein größerer Kursrücksetzer mehr. Also man könnte jetzt sagen, dass wir das Gröbste in der Kursentwicklung hinter uns haben. Muss man natürlich vorsichtig sein, was den nächsten Newsflow betrifft. Warburg hat mal dargestellt, dass ohne LIDE-Aufträge die Aktie bei rund 18 Euro fair bewertet wird, kommen die Aufträge, liegt das Kurspotenzial deutlich höher, schreibt der Analyst. Und ich gehe weiter davon aus, dass wir diese Aufträge dann auch spätestens 2022 sehen, dass sich jetzt auch der Newsflow in den kommenden Wochen bessert. Wir haben ein paar Auslieferungen im Solarbereich. Also alles in allem könnte sich jetzt, ich wiederhole mich da leider, weil ich habe das auch schon hier oben schon mal gesagt, den Einstieg rentieren. Aber ich glaube an die Technologie und das ist das Wichtigste. Und wenn sich der entsprechende Newsflow in den kommenden Monaten einstellt, wird die Aktie auch wieder in den Fokus rücken und dann bewertungstechnisch reichlich Potenzial nach oben haben. Aber wie gesagt, bis jetzt habe ich mit meiner Einschätzung auf der Zeitlinie falsch gelegen. Klar, im Frühjahr war das schön, da sind wir von 12 oder 13 bis über 30 hochgelaufen. Jetzt aber das absolute Gegenteil. Aber wie gesagt, hier im Chance-Risiko-Verhältnis bei Kursen um 20 Euro aus meiner Sicht mittelfristig doch weiter aussichtsreich. Zum Schluss wollen wir noch mal kurz über Warta sprechen, charttechnisch. Gab es da leider schlechte Nachrichten. Der Kurs ist unter die 200-Tage-Linie gefallen, jetzt waren auch ein bisschen deutlicher darunter. Gab jetzt auch noch das Apple-Event ohne große Nachrichten für Warta. Ja, das war das Problem anscheinend. Ich will das jetzt noch nicht überstrapazieren. Wir haben über die Warta-Thematik jetzt hinreichend besprochen. Eigentlich sollte die Aktie in dieser Sendung auch mal keinen Platz finden in dieser Woche. Aber durch diesen Apple-Event sitzt den einen oder anderen Zuruf gegeben, dass eben zu wenig gekommen ist in Sachen AirPod dritte Generation. Das wäre natürlich wieder ein Impulsbringer, ein Umsatzbringer für Warta gewesen mit den Batterien für diese Geräte. Daher hier möglicherweise jetzt auch die heutige Kursschwäche, die wir sehen, du hast schon gesagt, charttechnisch angeschlagen, aber wir haben immer gesagt, gestaffelt einsteigen 119 bis 110 Euro und die positiven Impulsgeber brauchen noch ein wenig Zeit, aber die mittelfristigen Aussichten, da bleibe ich auch bei, sind unverändert gut. Kurzfristig, hatten wir schon mehrfach gesagt, ist das ganze Bild etwas angeschlagen. Wir werden es weiter beobachten, vielleicht nicht das nächste Mal, aber bestimmt in den Sendungen, die danach kommen. Ja. Ich danke dir, Michael, für deine Einschätzungen. Gerne. Und Ihnen danke ich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.